Es ist das größte Dragster-Rennen Europas, das ich mir eigentlich nie angucken würde. Mit über 200 Rennteams und mehr als 45.000 Zuschauern. Es ist einfach wie nach Hause zu kommen. Für die einen ist es nach Hause kommen, für mich ist es ein Eintauchen in eine Welt, die ich aus Umweltschutzgründen fragwürdig finde. Nee, wir haben nicht die Umwelt kaputt gemacht mit unseren scheiß Dragster. Wir machen die ganze Welt kaputt mit der scheiß Atombombe. Während andere für 3 Tage Urlaub nach Malle fliegen, das mache ich halt nicht. Ich frage mich, ist grünes Denken hier angekommen? Was treibt die Menschen an? Das will ich in den nächsten Tagen herausfinden, in einem Rennfahrerteam. Ich bin Tanja und in diesem Moment völlig fertig. Vier Tage zuvor, auf dem Weg zum Hockenheimring südlich von Mannheim, zu den Nitro-Olympics. Ich bin alles andere als ein Autofreak, bin für ein Tempolimit und wäre am liebsten mit der Bahn gekommen. Doch das Auto brauche ich zum Pennen. Die Menschen, mit denen ich die nächsten Tage verbringe, lieben ihre Autos über alles. Für mich eigentlich nicht mehr zeitgemäß und trotzdem packe ich die nächsten Tage mit an, um diese Leidenschaft zu verstehen. Hi, erstmal. Tanja, freut mich. Tanja, ich bin der Holger. Hi, grüß Hi. Dich. Ja, das ist aber schön, dich kennenzulernen. Ja, schön, dass du uns unterstützen willst da. Gerne. Er ist der Schrauberkönig der Familie Eckers. Bist schon aufs Laden jetzt heute Abend? Und das ist das Baby, ein alter Camaro mit 700 PS. Und sie fährt das Geschoss. Tanja, freut mich sehr. Sally, freut mich. Cool, schön, dich kennenzulernen. Ebenso, danke. Tanja, freut mich. Benny ist Sallys Freund. Ja, und ihr hattet ordentlich zu tun heute wahrscheinlich. Ja, ging früh los, aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir endlich da. Seit wann wart ihr in Action schon heute? Also aufgestanden um 6:30, ich glaube in Action so ab 6:30. Okay. Irgendwie so ein Dreh. Und dein Baby ist heil angekommen? Gott sei Dank, ja. Was mich wundert, sie lassen mich, eine total Ahnungslose, direkt ran an ihr Heiligtum. Ja, klar. Oh Gott. Ja, genau. Da traut man sich gar nicht rein, weil es ist robust. Ist speziell. Zieh aber die Handschuhe auf. Oh Gott. Achtung, Kopf, Vorsicht. Ja. Ach so, ja. Okay. Genau, lässt mal so einschlagen, wir schieben noch ein Stück. Okay. Und dann schieben wir einfach hinter den Bus, okay. Genau. Ich mach mal zu, okay? Okay, bremsen. Nach rechts. Bremsen dabei? Ja, also, ja, geht schwer. Viel Spaß. Mein erstes Auto ohne Servolenkung. Jetzt geht das. Noch mehr? Ja, ja. Ach, komm. Platz. Schön Schmack jetzt. Was ist mein Ei hier? Ja. Geht's noch mal? Ja, weiter. Ja. Rück. Ah. Also, fahr mal. Okay. Also habe ich noch nie Auto gefahren. Ich habe jetzt gerade 10 Hänger gebracht, dass wir da vorne sind. Aber wahrscheinlich dann ein Schotterding, ne? Weil hier wohl alle immer bis kurz vor den Rennen noch an den Autos schrauben, bauen wir erst einmal eine Werkstatt auf. Wir werden noch bis in die Nacht brauchen. Die Eckers sind kein Profiteam mit viel Geld. Sie haben zu Hause im bayerischen Allersberg ganz normale Jobs. Die Nitro-Olympics sind für sie das Highlight im Jahr. Mehrmals fiel das Event wegen Corona aus. Es ist einfach wie nach Hause zu kommen. Irgendwie so das Gefühl, wenn man hier reinfährt, das ist einfach, ja, jetzt war es 3 Jahre nicht mal, abgesehen davon, das ist, als würde man einfach heimkommen und freut sich. Und dann springen schon die ersten Leute rum, begrüßen einen und so. Das ist einfach, wie wenn man heimkommt. Ja, und was habt ihr jetzt für diese Nitro-Olympics für Ziele? Also habt ihr da, oder hat man Platz überhaupt eins. Ziele? Platz 1, ja. Ich kenne niemanden, der auf Rennen fährt, um Zweiter zu werden. Nee, da ist gar keine Frage. Also deswegen fahren wir her eigentlich. Ja. Nicht nur dabei sein ist alles. Ja, das ist halt auch der Riesenaufwand. Ne? Ja, das spricht da auch raus, wenn man sagt, man betreibt den ganzen Aufwand, auch den finanziellen. Dass man dann sagt, soll sich ja auch lohnen. Ne? Ja. Dass man die ganze Last liegt ja dann auf dir die nächsten Tage. Ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja, aber das gehört dazu. Jeder macht das, was er kann und das wissen wir. Und damit lassen wir es auch gut sein. Dann. Ja. Es ist nicht immer nur der Fahrer schuld. Wir hatten tatsächlich schon den Fall, dass die Sally Top-Qualifier war, hier in Hockenheim. Und wir sind am Start gegangen und es war kein Sprit drin. Oh nein!
Italien. Auch in diesem Jahr wird es dramatisch werden. Nachts um 2 falle ich todmüde ins Bett. Mein erster von 5 Tagen ist rum. Ich habe einen gemieteten Transporter mit Matratze. Fast luxuriös im Vergleich. Die 25-jährige Sally und ihr Freund Benny wachen am nächsten Morgen in einem Hänger auf. Papa Holger hat auf einer Pritsche geschlafen, direkt neben dem Camaro. Das soll Glück bringen. Um 7 erwacht das Fahrerlager. So richtig ausschlafen tut hier niemand. Ich bin mit vielen Vorurteilen angereist. Laut, dreckig, null nachhaltig. Bier, Kippen und Kaffee. Deshalb habe ich mir meinen Tee lieber mitgebracht. Trinkt jemand Tee? Ja. Eigentlich? Tee? Was hast du denn für einen? Da bin ich unsicher. Ich bin eigen bei Tee. Ich weiß nicht. Oh, der riecht aber gut. Ja? Wow. Ja. Ich bin so ein bisschen ein Tee-Freak. Ja, ich auch. Ich trinke keinen Kaffee, ja. Aber ich bin eigentlich eigen bei Tee. Da bin ich froh, dass ich jetzt nicht den Sonderling bin. Ich find's immer, die meisten trinken ja echt Kaffee. Nee, ich vertrag keinen Kaffee. Du das auch nicht? Okay. Gar nicht. Wie ist es bei dir? Wirst du dann auch so zappelig? Ja. Das auch. Und, Heute steht die technische Abnahme an. Ohne sie kein Rennen. Jurastudentin Sally will mir vorher aber noch zeigen, was es für ein Gefühl ist, mit einem Dragster zu fahren. Sound und Vibration des 8-Zylinders, beängstigend und aufregend. Eigentlich wollte ich das gar nicht gut finden, aber jetzt ist es wie Achterbahnfahren. Die war Sally sicherlich schon immer zu langweilig. Sie stand schon als Kind auf die aufgemotzten US-Karren. Wie sehr, zeigt mir Sallys Mutter Barbara. Sie hat für mich Fotos mitgebracht. Von früher. Das war ja so, wir waren ja hier 1986 schon. Und da waren wir 13 Jahre auf der Tribüne gesessen. Und irgendwann hat man sich immer überlegt, ja, das wird jetzt langsam langweilig. Wir wollen jetzt auch mal darunter. Ne? Ach komm. Ja, aber ich meine, das ist ja nicht dein Beruf. Ne? Wie hast du dir das drauf geschafft? Das ist ein Hobby halt. Einfach schon immer? Ja, ich bin Maschinenschlosser und das ist halt mein Hobby. Und wie der Vater, so die Tochter. Nur dem Papa zuschauen war nichts für Sally. Sie wollte direkt loslegen. Also wie gesagt, so hat eigentlich alles angefangen. Ja, okay. Das ist aus der Schweiz, oder? Ja, das ist Mini Sally. Und du hast einen Pokal. Ja, das war der zweite Platz, ne? Im ersten Jahr gleich. Ja, den habe ich ja noch daheim stehen. Das war wie alt warst du da? Acht Jahre. Ich war damals im Sportverein Dietesheim. Turnen auf dem Schwebebalken. Das ist der Camaro nochmal, genau. Viele, die ich hier kennenlerne, wachsen in den Motorsport rein. Vielleicht übersieht man dann all die Nachteile. Das Campen auf hartem Asphalt, Lärm und Abgase. Ich kann mir Schöneres vorstellen, als Spritschluckern zuzujubeln. Habe den Eindruck, wir alle belasten das Klima sowieso schon genug. Und müssen gerade jetzt mit Öl, Benzin und Gas sparsamer umgehen. Doch vielen gefällt es hier. Es treten 200 Dragster-Teams gegeneinander an. Und ich will besser verstehen, warum. Will sogar mitmachen. Dann kommt aber alles ganz anders. So, vorne aufmachen bitte, Herr Eckers, bitte, wo hängt's denn hier? Ja. Es gibt Probleme bei der technischen Abnahme des Camaros. Kommt er hier nicht drüber, war's das mit unserem Rennen. So, wenn ich morgen fahren will, muss ich euch das bis heute Abend gezeigt haben, dass ich morgen fahren kann. Also ich sag mal, bis jetzt fährst du morgen gar nicht. Ja, klar. Die Sachen, die wir haben, müssen wir erst mal hinkriegen. Aber jetzt mal das ganze Rennen steht für uns alle auf der Kippe. Wir haben eine lange Liste an Nachbesserungen. Größtes Problem, wir haben die nötigen Teile nicht dabei. Das heißt, wir sitzen jetzt dann auf dem Roller und düsen rum und checken ab, wo wir es kriegen. Schauen wir mal. Wir klappern das ganze Fahrerlager ab, suchen unter anderem eine Sicherheitsbefestigung für den Kompressor und Teile für eine neue Benzinleitung. Thank you so much, you're saving our lives. Ich meine, wenn jetzt hier eine ist, umso besser, dann können wir es gleich draufbauen. Ich fahre heim, ich hol dir die. Ich hol die runter, das ist kein Problem, da steht das komplette Auto noch. Was in seine... Was er hat. Kiste noch hat, ob der was mit hat. Und wenn nicht, fahre ich halt heute Abend schön heim, baue sie runter. Geschwind heimfahren bedeutet 4 Stunden Autofahrt für Ersatzteile für ein Konkurrenzteam.
So eine Hilfsbereitschaft bei einem Wettkampf habe ich noch nie erlebt. Ja, genau, ja. Jetzt rauchen wir mal eine und warten jetzt einfach mal. Da. Unter Hochdruck arbeitet Schrauberkönig Holger mit Sally an den Nachbesserungen. Davon verstehe ich nichts, aber ich darf mit Benny an den Lack. Das sieht aber bei mir irgendwie schlecht aus, oder? Ach nee, das sieht bei dir auch so. Ja, das wird schön matt dadurch, genau. Und hier auch überall, wo es glänzt. Genau, alles, was glänzt, greifen wir schön an. Nitro-Olympic, ist das für dich ein besonderes Rennen? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Nicht nur dadurch, dass das das größte Event in Europa ist, sondern auch eher noch, dass es der Ort ist, wo die Sally und ich uns kennengelernt haben. Ah, jetzt wo wir, ja, genau. Okay. Jetzt, also hier haben wir uns damals kennengelernt und haben bis in die Nacht geschnackelt, echt? Als ihr Vater fahren musste. Ja. Haben wir uns schön unterhalten über Gott und die Welt. Ja, und dann seitdem fahren wir jedes Jahr, wenn es geht, zusammen hierher. Bennys Traum, auch mal selbst mit einem eigenen Auto Rennen zu fahren. Wie ist das für ihn, hinter Sally in der zweiten Reihe zu stehen? Wenn man dann einfach vielleicht auch mal eine persönliche Bestzeit fährt oder der Fahrer haut eine richtig coole Reaktionszeit einfach raus, ist das einfach so, ich weiß nicht, das ist wie wenn Cristiano Ronaldo ein Tor schießt. Der Physiotherapeut von Ronaldo freut sich darüber, wenn er ein gutes Spiel abliefert. Und so freuen wir uns halt drüber, wenn der Fahrer aus dem Team, der jetzt aktuell dann gerade fährt, einfach einen geilen Lauf hinlegen kann. Hier rackert sich einfach jeder fürs Team ab. Und ich merke, wie die Energie bei mir nachlässt. An Tag 2. Oh, Sally, ich bin so fertig. Das ist der Hammer, das ist so anstrengend. Jetzt die Hitze macht es halt auch nicht gerade besser. Ne? Es ist heiß, man ist dreckig, es ist hier überall Asphalt. Mhm. Ich bin total übermüdet. Ja. Warum machst du das? Willkommen am Rennplatz. Ja. Ganz normales Leben hier. Nee, es sind ja die schönen Momente, die es wichtig und schön machen. Ne? Und das gehört halt, das ist halt das Übel, was dazugehört. Aber also für mich ist es halt was, was ich in Kauf nehmen kann. Wenn man dann das erste Mal wieder drin sitzt und wirklich zum Start fährt, dann weiß man wieder, okay, dafür habe ich es gemacht. Und dafür hat es sich dann auch wieder gelohnt. Ja. Mal dann irgendwann schlafen. Okay. Ob sich dieses Mal lohnen wird? Ohne technische Abnahme kein Rennen. Die Eckersts haben sich das alles selbst beigebracht, schrauben sogar bis tief in die Nacht. So sehr wie sie brenne ich für meine Hobbys nicht. Am nächsten Morgen dann die Stunde der Wahrheit. Die Nervosität spüre ich auch bei Benny. Ich gehe jetzt hier lieber mal weg. Also ja, nach dem Theater gestern möchte ich mir das Ganze nicht anschauen. Ja. Also wenn wir hier nicht fahren dürfen, verlieren wir einen Haufen Geld, einen Haufen Zeit. Ja, und die Freude steht natürlich auch auf dem Spiel, ne? Ob wir jetzt ein schönes Wochenende verbringen können oder nicht. Auch ich bin nervös. Und? Hört sich gut an, ja besser. Also es scheint so, wenn wir jetzt den einen Sticker noch nachliefern, dass dann wirklich okay ist. Das machen wir jetzt schnell und dann soll's passen. Es geht um eine letzte Prüfplakette. Und tatsächlich, wir kriegen die Fahrerlaubnis. Hey. Schön, dass es geklappt Klasse, hat. Ist toll. Ja, ist alles. Ja! Jetzt beginnt das Wochenende. Und dann geht's schon los mit unserem ersten Rennen in der Klasse Pro ET. Ist man schon ein bisschen mit aufgeregt, oder? Ja, natürlich. Absolut, der erste Lauf nach den technischen Abnahmen. Ja. Ja. Burnout, was heißt das? Damit die Fahrer richtig Grip haben, das weiß außer mir hier jeder. Die Strecke ist eine Viertelmeile lang, also 402 Meter. Beim Rennen geht es um zwei Dinge. Die Reaktionszeit, also wie schnell der Fahrer aufs Gas drückt, und darum, so schnell ans Ziel zu kommen, wie der Fahrer vor dem Start vorausgesagt hat. Ohne Ohrenschützer halte ich es hier nicht aus. So unfassbar laut ist es hier. Sally will mit ihrem neuen Motor, den sie seit diesem Jahr im Auto hat, zum ersten Mal in 9,9 Sekunden am Ziel sein. Aber hinten raus verlassen den Camaro etwas die Kräfte. Leider nur eine 11-0.
Sally wollte viel schneller sein. Die Auswertung danach zeigt noch mal Details. Hast du schon mal beim ersten Lauf? Zu uns 900 Sekunden. Das ist super. Ich weiß es nicht. Vor allem für den ersten Lauf. Sally hat also super schnell aufs Gas gedrückt, war aber insgesamt zu langsam. Okay. Wir wollten 9,90 fahren, sind 11 gefahren. Also das heißt, ich merke, wie Papa Holger schon wieder beim nächsten Schritt ist, um die Leistung des Camaros zu verbessern, damit Sally noch schneller sein kann. Für sie und Benny steht jetzt aber erst einmal die jährliche Tradition an. Burritos und dazu mehr als 2500 PS. Beim Abfeuern ihrer Lieblingsrennklasse, der Pro Modified. Das ist so ein schönes Auto. Ja, schöne Autos. Ne? Schaut geil aus, klingt geil. Und es ist noch irgendwie was, was vielleicht mal noch in ein paar Jahren erreichbar wäre, selber zu fahren. Vielleicht. Eure Ohren? Die sind mit euren Ohren? Die sind schon kaputt. Das, man braucht das. Man braucht es. Ja, das darf nicht verfälscht werden durch eine Mickey Mouse. Nee, ich glaube, die sind schon kaputt durch all die Jahre. Ja, ja, er ist schon heftig. Der Sound muss sein für euch, oder? Ja, das ist und ungefiltert. Das und der Geruch. Das ist bei denen noch nicht so. Bei den Großen riechst du dann dieses Nitromethan und das brennt in den Augen bis zum Beben. Ja, wenn die kommen, das tut dann richtig brennen. Ja. Das findet ihr gut, oder? Ja. Bei der Arbeit. Riechst du? Ja. Das ist angenehm. In der Klasse Top Fuels haben die Autos bis zu 10.000 PS und werden mit Nitromethan betrieben, einem Raketentreibstoff. Bei denen halten sich selbst Sally und Benny die Ohren zu. Und das ist mein Power. Erster Lauf, mega gut. Zweite Position, denn wir haben gestern nur. Du hast es an den Haaren gespürt. Diese Druckwelle spürst du an den Haaren überall. Es ist geil. Beeindruckend, auch wenn ich immer noch nicht weiß, ob ich das auch gut finden soll. Allein der Verbrauch der Top Fuels ist irre. Sie hauen 5,6 Liter Sprit pro Sekunde raus. So viel wie ein Jumbojet mit über 300 Passagieren. Sally startet heute erstmal nicht mehr. Es gibt eine Unwetterwarnung mit Regen. Rennen fahren ist da viel zu gefährlich. Immerhin haben wir noch genug Zeit, um die Dragster zu schützen. Die dürfen nicht nass werden, denn die Karosserien sind undicht. Zeit für uns, um endlich mal zu chillen. Heute Abend kommen wir zum ersten Mal richtig zur Ruhe. Zeit, die ich nutzen will für tiefere Gespräche. Mit Fragen, die mich schon seit meiner Ankunft nicht loslassen. Macht sich Holger auch so Sorgen wie ich über die Klimakrise? Und fühlen Sie sich hier vielleicht ein bisschen mitverantwortlich? Nee, wir haben nicht die Umwelt kaputt gemacht mit unseren scheiß Dragster. Wir machen die ganze Welt kaputt mit der scheiß Atombombe. Das ist das Problem. Das ist die Kernaussage. Aber denkst du nicht eher, dass die Klimakrise im Prinzip, dass die Erderwärmung, dass das das Problem für deine Tochter irgendwann sein wird und für deine Enkel oder so? Möglicherweise, wenn der erste Fall nicht eintrifft. Bei mir ist es halt so. Holger macht sich gerade vor allem Sorgen wegen des Ukraine-Krieges. Die Klimakrise ist für ihn aktuell eher zweitrangig. Aber könntest du dir vorstellen, dass sich das ändert? Dass sich der Rennfahrersport, den du, diese Dragster-Rennen, ja, das. Kannst du dir vorstellen, dass sich das irgendwann, oder dass du selbst sagst, ach nee, das ist nicht mehr zeitgemäß, oder? Ja, das ist jetzt schon immer zeitgemäß, aber es wird sich nicht ändern. Es wird irgendwann sterben. Denkst du? Weil es wird kein Mensch irgendwo mit irgendwelchen Elektro-Dragster fahren. Du hast es ja gesehen, das Dragster-Rennen macht aus,
genau das, was du jetzt heute gesehen hast. Genau das ist es. Und es kann nichts anderes sein. Also, ich hab's der Sally schon gesagt. Ich sag, Sally, jetzt pass mal auf, ich sag dir jetzt mal was. Du bist eine von den Letzten, die jemals auf diesem Planeten einen Kompressormotor fahren werden. Ne? Du bist jetzt in der glücklichen Lage, genieß es. Und das ist einfach so. Weil ich weiß, dass es ja irgendwann vorbei ist. Also es hat keine Zukunft, definitiv nicht. Das ist mir ganz klar. Tut es ein bisschen weh, das zu wissen? Es tut weh, ja. Es tut schon weh, ne? Weil das ist ja das, was du magst, was du liebst, was du machst. Du lebst es ja. Ne? Dass die Familie aus Umweltschutzgründen vielleicht mal irgendwann das verlieren könnte, was sie liebt, tut mir komischerweise auch weh. It's over when it's over. Punkt. Was denkt wohl Sally darüber? Danach will ich sie in den nächsten Tagen fragen. Doch erstmal will ich das Gespräch mit Holger sacken lassen. Die Nacht war wie jede hier kurz. Holger ist mal wieder als Erster wach. Viel Schlaf braucht er nicht und er hat auch wieder eine Mission. Der Motor hatte beim letzten Rennen nicht so viel Power, wie er hätte haben können. Das lässt ihn einfach nicht los. Kurz vorm Rennen ist deswegen erstmal Feintuning angesagt, am Vergaser. Inhaltlich steige ich wieder aus. Doch die Zeit habe ich im Blick. Das Rennen steht in wenigen Minuten an. First Call Pro IT haben wir jetzt, also den ersten Aufruf haben wir jetzt gekriegt. Machen wir mal die Katzen raus, die ist schon locker. Ja. Und alle schrauben noch. Die Renngegner sind da schon weiter. Im Gegensatz zu mir bleibt Sally mega entspannt. Wir machen es jetzt so, es ist uns jetzt nicht so wichtig, hier zu gewinnen. Uns ist es eigentlich wichtiger, unseren eigenen Gewinn mit heimzunehmen und zu sagen, jetzt haben wir das Auto da, wo wir hinwollen. Oder dafür, wo es auch gemacht ist. Es ist einfach aktuell zu langsam. Dafür ist er nicht gebaut und er hat wesentlich mehr Leistung. Und dann legt man jetzt lieber Wert darauf, diese Leistung aus dem Auto zu holen. Mittlerweile sind ultra viele Fans am Hockenheimring. Schon ein cooles Gefühl, Teil von Sallys Rennteam zu sein. Die Zuschauer behandeln uns wie Stars, machen Fotos und wollen am liebsten das Auto anfassen. Und für mich ist es unsere gemeinsame Zeremonie, der Moment, in dem wir zusammen anschieben, vor Sallys großem Rennen. Ja, wenn du die ganzen Leute hier siehst, ja, wird man da auch so ein bisschen stolz? Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn ich die vorne sehe, die alle die Rennautos fotografieren. Ja. Insbesondere die Sally. Ja, ja. Das ist schon krass, ne? Ja. Wie die alle glotzen. Genau. Kurz vor dem Rennen ist Sally wieder voll konzentriert. Auch bei mir steigt die Anspannung. Bisschen Sorgen mache ich mir schon immer. Was, wenn Sally die Kontrolle übers Auto verliert? Aber kommt da auch manchmal der Moment, dass du doch ein bisschen Angst um Sally hast? Nee. Nein, niemals. Weil das ist so sicher. Ja. Also, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass da was passiert. Ja. Ja, und selbst Holger ist ja mal gegen die Wand gefahren und ihm ist nichts passiert. Nee. Krass. Die beiden haben nach 17 Jahren Rennsport kaum noch Angst um Sally. Anders ist das bei mir. Der Lärm am Start löst bei mir leichte Panik aus. Stefan Albert fährt 300. über Index. Der Rauch gibt mir das Gefühl, als würde neben mir gleich was explodieren. Für mein Gefühl bin ich zu nah dran. Erwischt sich der Herr Papa mal den Schweiß von der Stirn und er weiß. Die Abstände zwischen den Rennen werden immer kürzer. Noch immer keine Zeit, um Sally nach dem Umweltthema zu fragen. Denn sie hat es in die K.O.-Runde geschafft. Der Motor lief besser als erwartet und Sally hat an der Startampel ultraschnell reagiert. Es geht jetzt einfach ganz locker an. Wenn es klappt, dann klappt's und wenn nicht, dann nicht. Ich meine, mein Gegner, der Udo, der ist halt wahnsinnig gut. Und ich gönn's ihm auch, wenn er gewinnt. Ich bin jetzt einfach ganz locker und mach und schau einfach, was rauskommt. Eine Chance. Was macht Stefan Albert?
vom Fuller Groff Race Team aus dem Frankenland. Und das ist der Konkurrent. Udo in seinem VW Käfer. Wer jetzt verliert, ist raus. Irgendwas stimmt nicht. Jedenfalls ist Sally raus. War viel zu langsam. Warum, erfahre ich dann im Fahrerlager. Das Rennen war echt gefährlich. Sally der Mauer viel zu nah. Als ich versucht habe, ihn nach links wieder zu retten, ist er mir dann hinten wieder weich geworden und hat wieder irgendwie so, nee, ich hab jetzt keinen Bock da drin irgendwie noch reinzufahren. Das ist dann auch vollkommen egal. Dann ist Rennen vollkommen egal. Hauptsache, es kommt alles heil wieder heim. Ist egal. Das ist egal. Ich glaube, es ist bessere Einstellung. Ja, du, das passiert. Ich bin ja die Einzige, dass sowas passiert. Und dann muss man dann irgendwo vernünftig sein und sagen, okay, stopp. Weil wenn ich ihn jetzt in die Mauer setze, habe ich auch nichts davon. Wir sind alle mega erleichtert, dass Sally nichts passiert ist. Und auch der Camaro ist noch ganz. Das einzige Rennauto, das die Familie hat. Geht bei ihm was kaputt, ist das ein Problem. Die Studentin und ihre Familie stecken alles, was sie haben, ins Auto. Höhere Spritkosten machen es jetzt noch teurer. Worauf verzichtest du im Vergleich zu anderen in deinem Alter? Eigentlich nahezu auf alles. Wir gehen kaum weg. Dass wir jetzt wie andere jetzt so am Wochenende weggehen und essen gehen und Kino und so. Vielleicht einmal im Jahr oder sowas. Ich bin nicht die klassische Frau, die jede Woche zum Shoppen rennt oder so. Also eigentlich verzichte ich nahezu auf fast alles. Ja. Tatsächlich, ja. Aber es ist es mir auch wert. Wenn man von außen kommt, denkt man, okay, dieses Event, das ist total umweltschädigend. Das ist ein Hobby, was man nicht mehr vielleicht machen sollte, was nicht mehr zeitgemäß ist. Machst du dir Gedanken darüber oder ja, wie gehst du damit um, wenn Leute das denken? Was denke ich, die Leute, die jetzt hier das so stark kritisieren, nicht verstehen, ist, was da dahinter steckt. Dass das ja eigentlich ein ganzes Lebenswerk ist, so ein Hobby. Und man sollte doch den Leuten ihre Leidenschaft irgendwie lassen und sollte eher versuchen, an einem Punkt anzusetzen, wo für keinen groß was auf dem Spiel steht. Während andere für 3 Tage Urlaub nach Malle fliegen, das mache ich halt nicht. Und keiner hinterlässt diesen klassischen grünen Fußabdruck, ja. Und der eine hat halt da mehr und der andere da mehr. Und ich denke, da sollte man jeden einfach, ja, leben und leben lassen einfach, ne. Wir haben Autos in der Garage stehen, die sind 50 Jahre alt. Wer sagt mir, dass es nicht nachhaltig ist? Während heutzutage jeder einen Berufswagen hat oder halt, ne, von der Arbeit irgendwie einen Wagen hat, der ist 2 Jahre geleast, dann kommt der wieder weg, dann kommt der nächste. Ständig muss nachproduziert werden. Jetzt sag mir, was nachhaltiger ist, wenn ich alle 2 Jahre einen neuen lease oder wenn ich ein Auto fahre, was 50 Jahre alt ist und ich das immer wieder am Leben erhalte. Welcher Mensch hat ein Auto, das so alt ist? Aber wir haben aus dem Schrott haben wir noch was gemacht quasi. Das ist auch bei uns privat daheim. So, bei uns wird nichts weggeschmissen, wird repariert. Und vielleicht ist da unser Ansatz der Nachhaltigkeit. Wir tun es da, andere Leute tun es, indem sie Zug fahren oder Fahrrad fahren oder sonst was. Sogar den kaputten Pfannenwender schweißt die Familie wieder zusammen, statt einen neuen zu kaufen. Und Sally ist erst einmal in ihrem Leben geflogen. Wie nachhaltig die Familie auf den zweiten Blick ist, gibt mir zu denken. Wir gehen zusammen zur Nightshow, dem Abschlussfest hier. Mit noch verrückteren Autos und Motorradstunts. Es ist unser letzter gemeinsamer Abend. Ob hier alle so nachhaltig unterwegs sind wie die Eckersts? Aus meiner Sicht muss sich viel an unserer täglichen Lebensweise ändern, um unsere Welt zu erhalten. Doch wem nimmt man was weg und welchen Spaß können wir behalten? Eine schwierige Frage. Mich jedenfalls beeindruckt die Lebensweise der Eckersts. Weniger konsumieren und mehr reparieren, das sind auch Dinge, die mir wichtig sind. Von außen betrachtet kann man alles schnell verurteilen. Für mich hat es sich gelohnt, einen Blick reinzuwerfen, Teil eines Rennfahrerteams zu sein. Ob ich nochmal hierher kommen werde? Sicherlich nicht wegen der irren Karren. Aber gern, um Familie Eckerst wiederzusehen. Eine Familie, in die ich besser reinpasse, als ich dachte. Come on, roll with me.